Auch wenn die Erde zurückgelassen wurde, hat die Menschheit eine uralte Übereinkunft zwischen jeglichen Formen der Regierung und ihrer Bürger gemein. Jede einzelne Person hat unabdingbare Rechte, die unangetastet bleiben müssen. Regierungen haben sich aus rein privaten Angelegenheiten herauszuhalten. Kolonien können völlig autonom festlegen, welche Regierungsformen sie sich verschreiben und sind selbst für ihre interstellaren Beziehungen verantwortlich. Jede einzelne Person ist verpflichtet, ihre Regierung in Zeiten der Not mit militärischem Dienst und falls nötig ihrem Blut zu verteidigen, zu dienen, wenn das Gemeinwohl gefährdet ist. So beginnt die ursprüngliche Charta von Aquila City. Sie enthält eine Aufzählung der Rechte und Pflichten der Bürger sowie die Auflistung der Regierungsgewalten. Sie stellt eines der wichtigsten Dokumente in der Geschichte von Aquila City dar. Okay, Analyse-Daten, Dieb, keine Ahnung. Nennenswert Beziehung, keine Selfmade, meine Persönlichkeit. Achso, das sind die Dinger da. Ach, das Dossier von den Typen da. Heute Abend Chunks, Babe. Falls du heute Abend rausgehst, kannst du zum Abendessen vielleicht Chunks mitbringen? Egal welche, überrasch mich einfach. Deine fantastische, unter häufiger Hunger-Agro leidende Freundin, Amita. Okay? Dieses Slide enthält Unmengen Tabellen, medizinische Daten und eine Reihe absolut unleserlicher handschriftlicher Notizen. Das ist super. Creed-Angebot, Beweis. Also, hier habe ich noch was für euch. Beim UC-Außenposten auf Creed gibt es noch massig Vorräte zu holen. Die letzten, die wir zum Einsacken hingeschickt haben, von Spacern oder vielleicht sogar unabhängigen Konkurrenten aufgehalten. Das haben wir letztes Mal schon gelesen. Okay, warte, ich habe da noch was im Inventar. Dann war das bei Sonstige. Oh, was wir alles haben hier. Ich wollte die Präsentation, Typ Schlüssel, Loge. Ja, wir verkaufen einfach alles, was wir nicht brauchen. Kann man dir irgendwie. Es gibt auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Wir können eh nicht verkaufen, was wir unbedingt brauchen. Sonstige weg. Okay. Ja, dann passt. 82 Kilo. Entspannt. Geht doch, geht doch, geht doch. Schön. So, na dann. Weiter mit der Mission. Ich habe schnell gespeichert, aber auch normal speichern, damit wir direkt reisen können. Gut, wir haben die ganze Healer-Ware sind mal losgeworden. Und ja, dann können wir weiterreisen. Taste L für die Mission. Unfälle passieren. Reise hierhin. Hope Tech. Da waren wir schon. Das kenne ich schon. Course. Course festlegen nach Polvo. Und sofort, Energie, ist es ja um die Ecke hier. Bin ich schon auf dem Weg dahin. Willkommen im Freestar Collective. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Schiff scannen, jetzt fängt das schon wieder an. Mein Schiff ist sauber. Ich hab's eben sauber gemacht. Ihr könnt gar nichts finden. Reise nach Hauptdeck. Jawohl. Landen. Da waren wir schon. Was haben wir denn da gemacht? Das war irgendwie am Anfang. Als ob ich noch wüsste, was in Tag 1 bis 7 passiert ist. Heute ist schon Tag 8 hier. Vergesst nicht abonnieren, liken und kommentieren, wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt. Wenn euch das gefällt hier, weil es wird eine legendäre, lange Serie hier, dieses Starfield. Wenn wir mit allen quatschen und alles erledigen wollen, das wird noch wild. Und dann noch viele Planeten einfach so randommäßig erkunden. Amen. Und eins in den Chat, wenn ihr auch dabei sein wollt. Irgendeine Person muss doch da sein und einschreiben. Ganz einsam kann ich ja nicht sein, da muss ich weinen. Wie viel hat denn er? Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Thermoparasiten. Die können er hat aber auch nicht viel. Viereckige Pizza. Pizza. Okay, hat auch nichts, der Typ. Ich will keine Beschwerden hören. Hometown Security. Okay, wir sind hier. Warum? Dann mach doch mal das Ding an.
Die Quest was not marked anymore. Howdy. Warte, hat ja auch nichts. Wir brauchen named Leute oder irgendwelche Wilden hier. Wir brauchen Händler. Kann man die nur einmal beklauen? Wow, was ist hier? Die örtliche Security regelt die meisten Probleme hier. Ich greife nur ein, wenn es was Großes ist. Was ist hier, Euda? Kaliber, keine Credits. Nee, das ist dann okay. Hier ist schon das einfach das Gefängnis. Wird direkt behalt bleiben können. Behalt deine Wertsachen im Auge. Wer sein Schatz? Ja, behalt du lieber deine Wertsachen im Auge, Digi. Ja, was? Weil ich bin hier der Langfinger hier. Hauptech Industries. Let's go. Reise hier und platziere das Arc-Gerät. Hi. Ja, ich habe Zugang. Ich mochte Hauptech-Schiffe noch nie. Wobei sie dafür wohl auch nicht 137, ja, nee. Dafür lade ich jetzt nicht 10 Mal. Die Garantieverlängerung kannst du dir sparen. Ist einfach unnötig. Wer ist das? Ich warte nur auf die Kreditgenehmigung. Blöde Bürokratie. Ja, lass die entdeckt. Waffe im Halfter. Vielleicht hat sie ja was. Unser Motto lautet, es sind Laster im All. 777? Du musst Mr. Hope das mal sagen. Dafür ja. Lohnt es sich, glaube ich, oder? Weil 777 Schnapsa schon Main. Hat sogar geklappt. Boah. Das ist so wild mit dem Diebstahl-Scheiß da. Die Arbeiter hier machen gerne einen drauf. Achso, wir müssen anderswo. Okay. Ja, gut. Entspann dich, Andrija. Wir müssen den Ark austauschen. Gut, man kann. Schade, man kann Roboter nicht beklauen. Wer sind die denn hier? Nur noch drei. Alles. Dann ist Pause. Arbeiter, oh, da ist Birgit. 866 hat die. Komm, wir klauen sie und dann quatschen wir mit ihr. Boah, hat sogar geklappt. Digga, was ist das für ein Skill? Hast du die Führung verpasst? Ja, habe ich. Das ist das Heiligtum. Okay. Ich habe eigentlich keinen Kundenkontakt. Also sondern? Geh einfach weiter, sonst kriegen wir zwei noch Ärger. Jetzt aber... Weshalb könntest du Ärger kriegen, hä? Was soll das? Ich habe keine Zeit für Höflichkeiten und Manieren. Weiß nur eines, wie man diese Trottel antreibt, bis wir was Gutes produzieren. Sieht aus, als hättest du alle Hände voll zu tun. Ich hätte lieber Informationen aus erster Hand statt Marketingparolen. Bla. Ach ja? Naja, Mal sehen. Ja, erzähl doch mal. Also das hier ist die Produktion, alles wo ich klar. Einen Haufen Idioten dazu antreibe. Und du bist halt die Idiotenführerin, was soll das? Job zu machen. Also die Anführerin. Dann bist du wohl ja der Boss. So schlecht könnte die Arbeit doch gar nicht sein. Du erfüllst mich nicht gerade mit Zuversicht. Bist der Boss, oder? Nein, das ist Ron Hopes Laden. Ron Hopes Laden. Und das solltest du nie vergessen. Alles klar. Hope hat hier alles aufgebaut. Ja, weil Hope Tech. Hat in der Gegend Hope. Mehr gesehen als nur Ackerland. Alle Hopes sind Chef hier. Wenn du Fragen stellen willst, beeil dich. Wir haben einen knappen Liefertermin. Du leitest also die Produktion? Jede Niete und jede Platte gehen durch die Hände meines Teams. Okay. Wenn du ein Hauptdeckschiff hast, bin ich mindestens einmal durch jeden Zentimeter davon gekrochen. Das ist schön, da fühle ich mich sicher. Die Arbeit hier scheint ziemlich hart. Das hier ist kein schnöseliger Schreibtischjob wie in New Atlantis, wo alle ihren scheiß Nachmittagstee trinken. Oha, Disrespekt. Hier arbeitet man. Atlantis das hier ist noch gar nichts. Versuch's mal als Farmer in der Tundra. Ehrlich, okay. Den Hornochsen geht's gut. Ja, da gehen wir zu den Hornochsen. Was hat das mit Ron Hoffnung auf sich? Hat der Ron noch Hoffnung oder ist sie schon gestorben? Polvo war ein elendes Dreckskaff, bis Ron Hope einen Traum hatte. Okay. Bauen wir robuste, verlässliche Schiffe. Kein Schnickschnack, kein Glitzer und Glamour wie bei Tayo. Einfach ein Schiff, Glitzer, das gut fliegt nett. Und einen von A nach B bringt. Aber zu viele Blumenflecken sind auch kacke. Ein verdammter Held.
Okay. Treib in meinem Bereich. So richtig was kriegen wir nicht aus ihr raus, außer wir haben sie beklaut. Ja, 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 ja. Und es gab gut Money, Money, Money. Oh, must be funny. Ich will ja nicht nur da hoch, aber ich kann ja auch die Leiter nehmen. So ist ja nicht. Was ist hier? Ein Ordner. Einfach überall rumspringen, oder? Als ob wir bei Assassin's Creed wären. So, können wir da rüber? Halt dich fest. Oh, Haupttech. Geil, können wir so ein Raumschiff klauen. Oh, das ist groß, das Ding. Raumschiff klauen? Tun wir jetzt die Industriespionage machen oder was machen wir jetzt hier genau? Okay, schauen wir mal, wo der uns hier hinführt. Scheint der Hangar hier. Führt der uns jetzt hier zum... Dass wir da hochgehen, okay. Wir müssen an das Schiff irgendwie kommen, oder? Da war eine bestimmte Einstiegsluke, die ich nicht gesehen habe. Okay, wir waren ja schon da oben, aber ich habe halt gedacht, das ist dann... Hier rein. Ja, okay, hier ist der Eingang, alles klar. Jojo, verstehe, verstehe. Und dann gehen wir hier hoch. Ne? Dann gehen wir mal hier hoch. Aus dem Menü raus. Dann müssen wir hier irgendwas installieren hier. Oh, da ist eine Wache. Licht aus. Vielleicht sieht sie uns ja nicht, wenn wir direkt auf sie zuschleichen. Früher hatte ich noch einen richtigen Job. Der hat nichts. Zugangspunkt Gerät platzieren, aber er sieht es ja. Kehre zu Imogen zurück. Ja, jetzt schon? Nur wegen dem Ding? Du warst da oben, ja? Im All? Ja, ich war mal, warst du nie im All? Das ist super im All, ohne Scheiß. Oh, das ist traurig. I'm sorry. Noch nie im All gewesen zu sein, das ist schon doof. Also das sind Haupttankschiffe. Naja, ich habe mir Schöneres vorgestellt. Forschungslabor. Lädt. Okay. Gut, 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 gut. Das Casting. Triff Abyss Riders. Ach, das war das. Zerstöre die Crimson. Sollen wir mal wieder was anderes machen zwischendurch? Schatten im Neon. Mal so eine Mission von den Rangern. Sprich mit Jalen Price. Irgendwas mit Töten. Komm, wir machen irgendwas mit Töten. Töte gesetzlose Captain auf dem Planeten. So. Wir pausieren mal diese eine Questreihe und machen was anderes. Bisschen töten. Bisschen schießen, töten. Das Ganze hin und her laufen ist schon sweet. Aber wenn wir irgendwo jemand machen können, dann ist besser. Oh. Okay, die sind haben sich verpisst oder was? Okay. Wir haben Respekt, haben sich verpisst. Und ich wollte schon meine nächsten Abschüsse haben, damit ich hier dann skillen kann. Schade. Dann machen wir das doch mal so, dass wir überhaupt irgendwas abschießen. Händler rufen, komm. Ich dachte, wir sind tot. Aber die Spacer waren total entsetzt. Easy. Wie ich hörte, hast du dich auf dem Schiff nützlich gemacht, Cole. Ja. Bin ich die Mantis? Ich hab ja genauso eine gute Co-Pilotin sein wie für dich. Du machst das richtig tolle Arbeit, Kleine. Ich bin stolz auf dich. Ich bin der Geist, der Spacer und Crimson Fleet. In Angst und Schrecken versetzt. Ich mag meine Sachen, aber vielleicht ein neues Buch?
Hier. Okay. Unglaublich. Genauso hatte ich mir dich vorgestellt. Siehste, das ist natürlich krass. Ist es also üblich, der Mantis eine Belohnung zu geben? Ja. Die Mantis nimmt keine Belohnung. Danke, Sir. Wie? Unglaublich, dass ich muss ich muss doch antworten drauf. Moment mal, das kostet nichts. Hab ich muss... Ihr nehmt mich doch auf den Arm. Ganz recht. Die Rechtschaffenheit ist mir Belohnung genug. Ich verlange keine Gegenleistung, aber einem geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul. Behandle mich einfach wie alle anderen. Ich hab dir gesagt, ich hab dir das Leben gerettet. Also sei mir ein bisschen dankbar. Aber gerne. Hier. Mantis. So verdammt nobel. 300 Credits. Wow, wie nobel von dem. Danke, Mantis. Schiff ist repariert. Wir fliegen los. Und tschüss, weg sind sie. Direkt in Warp. Gut. Das Ding ist, sind wir hier auf dem... Müssen wir auf Planeten hier hin? Ist das hier richtig? Zack, zack. Kurs festlegen. Hier landen. Verlassene Mine. Okay. Let's go. Dann mal schauen... Mal wieder eine Mission außerhalb einer Stadt und viel Gelaber. Draußen herumschießen und Waffen testen. So nach 8 Stunden oder 9 Stunden Gelaber mal wieder hier ein bisschen Action Jackson hier. Als Entdecker, weil nur Waffengewalt zählt, sonst nichts. Und in diesem Fall auch einen Anzug. Okay, ja, haben wir hier Anzug angezogen. So, ich würde gerne mal neue Items... Oh, wir haben wieder Sachen geklaut. Wenn wir die jetzt ablegen. Ja, schau mal gleich mal nachher dann nach dem Ding. Waffen. Ich würde gern Orion testen. Die haben wir ja schon getestet. Hier, den testen. Das ist ein Gewirr. B, wir haben alles schon gebindet hier. Alles gebindet. Tun wir es einfach mal anziehen. Schauen wir mal, wie das aussieht. Oh, was für ein Status habe ich denn? Warte, ich meine, mein Charakter ist nicht gesund. Digga. Achtung, Anschluss aufgebraucht hier. Achso, und lass uns mal kurz ein bisschen pennen. Warum ist denn eigentlich der Anschutzzug so schnell aufgebraucht, meine Damen und Herren? Was jetzt in die Kommentare oder in den Chat. Dein Schiff ist größer als ich das lande von und Papa. Sofort der Schutz ist aufgebraucht. Was habt ihr für Erfahrung damit? Ich dachte schon, du hältst Winterschlaf. Habe ich gemacht. Wenn ich hier hingehe, ist alles in Ordnung. So, na dann, lass uns ich wieder rausgehen. Ich hätte Lust, einfach ohne Grafantrieb im Alten. Ja, aber ohne Grafantrieb ist es ja doof. Da finden wir halt nirgendswohin mehr. So, die Waffe hier. Wow, okay, hallo, das ist... Captain. Grüß dich, was geht? Grüß dich, was geht? Schon Anzugschutz aufgebracht. So schnell? Gegen was genau? Haben wir gar nicht geschaut. Aber egal, komm, wir machen hier Action. Wir töten einfach. Das ist auch Main Goal. To kill someone. Da ist eine gute Sniper-Position da oben. Oha! Digga, die macht voll Schaden. Okay, ich dachte, wir haben jetzt heimlich gekillt. Weil die... Jetzt schon Alarm? Ich dachte, wir haben heimlich gekillt, weil das war total easy gerade. Also es war... So laut war das da gar nicht. Yo, ist ja gut. Was ist das für eine Waffe? Okay, die ist wild. Ich würde sogar mal als Spaß... Medizin... Eigentlich für das Ding was?
1% für 60 Minuten hier. Status. Okay, kann man das noch stacken mit dem anderen auch noch? Weil es gibt ja noch so eins. Für nicht 60 Minuten. Inventar. Erste Hilfe. Kann man noch... Okay, das ist nochmal 60 Minuten. 60 Minuten. Also wir haben keins für 20 Minuten. Okay. Wenn ich jetzt eins nehme und dann stack kriege, ist doof. Boah, was macht das... Alter. Was macht das Ding für einen Schaden? Ich wollte die Waffe nur testen, aber das ist die Main-Waffe. Ist jetzt geworden. Nach der anderen. Boah. Die habe ich jetzt an. B1. Fertig. Versetz die Sniper erstmal. Krass, ich hab mit einem mit leisen. Also sehr leise lauf. Noch ein paar von denen. Ich hab... Dass man nicht mehrere Raumanzüge übereinander anziehen kann. Ja, das wäre schick, ja. Ich habe sehr leise gekillt den hier oben. Und trotzdem ging der Alarm los. Das war strange. Gibt's, ist hier niemand. Warte mal, Licht ging gerade komischerweise. Wurde heller. So, ist hier nichts. Können wir wieder viel looten. Weil das schon hat 5 Wert. Oh, Moby Dick 590. Nennt mich Ismail. Vor ein paar Jahren, wie viele es genau waren, tut nicht zur Sache. Hatte ich kaum noch Geld in der Tasche. Und außerdem nichts, was mich zu Lande besonders interessiert hätte. Also dachte ich mir, warum fahre ich nicht ein bisschen zur See? Um die Meere der Welt anzusehen. So beginnt die klassische Geschichte. Ja, nimm halt mit. Mein Leben, Chunk um Chunk. Oh, das ist. Und Dracula ist auch hier. Oh. Hier steht ja der Wert der Bücher. Und ich glaube, das ist immer der Maximalwert, den du kriegst bei den Menschen, die es unbedingt haben wollen. Der Mockelschwert. Was ist denn hier alles für Bücher hier? Geschichte der Xenobiologie auch noch. Das ist ja Wahnsinn. Ich überlege mir gerade, ich müsste gar nicht mehr alles klauen oder mitnehmen, wenn ich sowieso Geld mit Taschendieb machen kann. Ne? Wie geil wieder mal so eine Mission hier, wo man irgendwo hingeht und einfach nur Action macht. Muss ich sagen, hat mir gefehlt nach dieser ganzen Neon-City. Aber trotzdem war die geil, die Questreihe bis jetzt. Ist immer noch geil, wir sind ja noch dabei. Und ich wollte auch diese Pfirsich, diese eine Shotgun testen von dem einen Boss aus dem Canyon. Der hat ja aus der Shotgun unten so Granaten geschossen oder so. Dualschüsse hatten die. Aber der Alarm hier, Alter. Ich muss den ausmachen. Boah, was für eine perfekte Position von hier. Boah, was... Okay, der ist ja nur Level 5 gewesen oder 2, was war das? Aber wie heftig, was für eine geile Pussy man von hier hat, wenn man... Ich nehme das Geländer da, aber ist echt gut hier. Wo sollen wir denn hinspringen? Auf das Haus da? Das sind bestimmt wieder Minen hier, ne? Ich habe gemerkt, man kann die Minen sogar einsammeln, dann explodieren sie nicht. Was sagt ihr dazu, Chat? Minen einsammeln, Main? Irgendjemand hielt es für lukrativ, hier eine Mining-Anlage zu errichten. Oder hochgehen lassen, um sie komplett für immer auszuschalten. Aber ich würde sagen, mitnehmen und verkaufen. Win-win. Ist das ein Panzer? Das schaut aus wie so ein kleiner Panzer, oder? Hier.
gehen wir, können wir da rein? Das ist der Mine. Töte gesetzlose Captain, naturalisierte gesetzlose Captain und verlasse Mine. Ja, geh doch da weg. Also wenn du dich direkt ins Feuer stellst, kann ich ihnen auch nicht helfen, junge Dame. Dann kann ich ihnen auch nicht helfen. So, nächste Schleuse aufmachen hier. Was werden wir hier sehen? Wen werden wir sehen? Ist hier jemand oder ist auch wieder leer wie drüben? Arztkleidung, er ist komplett leer hier wieder. So leer ist er nicht. Sachen gibt's genug. Oh, safe, ja. Einsteiger. Versuchen wir mal. Das wird hart. Hoffentlich lohnt. Ja, klar, lohnt sich immer, wenn ich das mache. Schwerlose Aufhängung, okay. Wild. Lohnt sich die Mühe. Sicher lohnt sich die Mühe. Wird hier alles mitnehmen hier. Kleptogex wieder am Start hier. Wie viele Credits sind das? 261. Credits kriegen wir jetzt schon genug. Aber die Schiffe sind ja auch, die kosten ja auch 300.000, die richtigen. Das ist ja nicht ohne. Also die Credits müssen noch mehr werden. Wir müssen noch mehr Leute bestehlen. Let's go. Okay. Ich glaube echt, dass ich schon alle ausgeschaltet habe aus der Range mit der Bohrgerät. Kann man gut auf den Schwarzmarkt loswerden. Mehlstrom. Helme. Stimmt, wir haben den noch gar nicht gelootet hier. Oh, was ist denn hier? Schocktrooper, kraftvoller Rucksack. Helmständer, tiefgekühlt, modern, Helm-Tiefborn, episch. Stell dich nicht so nah an mich ran hier, meine Liebe. Auch wenn ich deine Gesellschaft schon geil finde, aber ich möchte noch doch. Erste Hilfe. Hey, wenn ich jetzt die ganze Erste Hilfe da sehe, wie wir die ersten paar Stunden halt gar keine Erste Hilfe hatten, total gestresst waren, weil wir uns nicht mehr heilen konnten. Und ich habe es auch mit dem Schlaf nicht gewusst. Ich wusste nicht, wie ich mich heile. Ich bin immer so Kämpfe mit 20, 30 oder sogar 10 HP gegangen. Guck mal den scheiß Alarm hier ausmachen, Alter. Ja, ausmachen können wir ihn ja. Aber wieder anmachen können wir nicht, weil es nur ausschließlich vom Personal angemacht wird. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Ja, es scheint ja immer schlechte Beute zu sein hier. Gut, dann gehen wir mal in die Anlage rein. Let's go. Tiefe Höhle. Oh! Es ist eine Höhle. Oha! Ich verstehe. Ach so, hat ja gesagt, Bergbaumine, ne? Solche Höhlen sind oft hervorragend geeignet, um illegale Aktivitäten zu verbergen. Ist so. Ich weiß das. Okay, ich bin noch nicht ganz unsichtbar. Ah, warte mal. Es ist so eine Höhle, wo wir durch den Roboter wieder ausschalten können, die automatische Verteidigung und sowas. Okay. Robotersteuerung inaktiv. Das passt doch eigentlich. Freund-Feinderkennung aktualisieren. Hinweis: Für anpassende Freund-Feinderkennung für kampftaugliche Roboter bitte die Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Standard. Freund-Feinderkennung einstellen. Freund-Feinderkennung eingestellt auf aktuell Nutzer schützen. Also, werde ich jetzt geschützt? Einheiten aktivieren. Ist es jetzt gegen mich oder für mich? Status aktiv? Also ich habe jetzt die Einheitensteuerung aktiviert.
Gehört die jetzt mir? Ich greife den Feind an. Oha. Und wieder triumphieren wir. Geil. Jetzt gehört er mir. 2 Sekunden damit beschäftigt, habe ich es geschafft. Letztes Mal hatte ich gar keinen Bock, da irgendwie zu schauen oder so. Sehr geil. Jetzt haben wir einen Roboter an unserer Seite. Krass. Ich greife den Feind an. Okay. Ich wollte eigentlich heimlich hier erstmal mich umsehen. Jo. Aber der Roboter geht gleich los. Digga, was ist. Was haben wir für eine Waffe gelootet? Zum Teufel, was haben wir für eine Waffe? Wir gehen den ganz normalen Weg. Alter. Wir hatten eh schon nicht so eine schlechte Waffe. Und ich tue jede Waffe, die ich irgendwie bekomme, von denen einfach probieren und testen. Manchmal lasse ich mir auch Stunden Zeit und vergesse das sogar. Aber zum Glück habe ich das bei der nicht vergessen. Krass. Die scheint Main zu sein. Und Schüsse. Schüsse. Warte, ich bin beim falschen. Hier? Naja, ich bin beim falschen Stream Deck hier. Passt. Okay, jetzt hat. Ich wollte euch sowieso das zeigen wegen Leben und so. Tun hier gründlich alles durchsuchen. Neutralisiere. Okay, das, der Captain wird da unten sein. Ich wollte mir hier alles anschauen. Wir gehen auch in alle Ecken hier rein. Werden auch meinen, was wir kriegen. Also ich meine ja, dass ich das meine. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine das so. Hier. Das meine ich jetzt. Versteht ihr? Schreibt in den Chat, wenn ihr den Witz verstanden habt. Hier und jetzt. Denn Streamen mit Chat macht Spaß. Ohne Streamen weniger. Sagt, wenn ihr da seid. Wen darf ich begrüßen? Oh, die Schwerkraft ist hier wild. Die Schwerkraft ist hier wild. Okay, hier. Ich glaube, wir müssen noch gar nicht da runter, aber ich bin letztens auch irgendwie runter und da gab es immer noch ein paar Sachen hier zu looten. Ein paar Credits. Bisschen was farmen. Aluminium ist immer wichtig. Falls ich irgendwann nochmal Lust habe, mich mit dem Basenbau zu beschäftigen, glaube ich, ist Aluminium not without, ne? Nicht ohne. Man kennt's. Okay. Speichern. Nicht so nervös sein. Moment, was war das? Deutschland, ich bin. Oh. Haben die so wenig HP? Man darf nichts Nützliches zurücklassen. Digga, diese Waffe. Ich bin ja gespannt, was für Level der Boss ist. Die sind hier meistens dann viel höher. Die sind ja meistens viel höher, die Bosse. Und was dann die Waffe wirklich ausrichtet bei dem. Weil da kann man es dann richtig sehen. Okay, dann habe ich hier soweit alles. Okay, hier scheint der Boss zu sein. Zumindest in dem Areal.
scheiß Parasit, Alter. Ich voll erschrocken, als ich den F gedrückt habe, habe ich den gesehen. Auf einmal habe ich den gesehen, nämlich, boah, bist du so zusammengezuckt, ey. Hab ich öffnen, Schotties dabei. Okay, haben wir hier schon alles gelootet? Na dann. Ab in den nächsten Raum. Da bin ich ja mal gespannt. Immer schön alles hier looten. Wir haben schon einige Male jetzt so eine Mining, so eine Mine gefunden hier. Mining-Mine wollte ich sagen. Was? Ich finde dich. Mein Kopf. 110 Kopfschuss. Wenn die so auf einen zurennen, dann haben sie keine Munition mehr. Dann haben sie nur einen Nahkampf. Und dann wollen sie dich mit der Axt schlagen. Da bist du! Heftig, Mann. Okay, der Boss scheint ganz unten zu sein, ist ja klar. Normalerweise sind hier die Bosse immer ganz oben bei so einem Tower, aber natürlich, wenn du in einer Mining-Anlage bist, müssen sie ganz unten sein. Einmal den Punkt, den du halt am schwersten erreichst. Touristisch. Gameplay Boy, thanks man, appreciate. So, von da bin ich gekommen. Da ist der. Soll man so hier ranpirschen oder soll man offiziellen Weg gehen? Hier können wir ja mal schauen. Okay, der Boss hat 32 Elite, ist der. So, wir laden mal nach. Ja, schauen wir mal. Ist fast tot. Gib lieber auf. Ich würde so gerne einfach abstechen hier. Anstatt hier da von oben zu schießen wie so ein Feigling. Im Tower drin? Der hat mir gut Schaden gemacht. Oder ich habe halt beim Fliegen Schaden bekommen. Weil ich gar nicht, weiß jetzt gar nicht was. Oder beides. Oh. 55? Okay. Direkt Level up hier bei dem Ding hier. Was denn? Euda! Entspann dich! Entspann dich! Und deinen Chef hier getötet, Level abbekommen. Und jetzt schießt er auf mich, wenn ich deinen Chef töte, hast du mich gefälligst als deinen neuen Chef hier, ne? Zu betrachten. Credits noch ein paar. 159. Komm, gibt isotopisches hier etwas Wertvolles. Kühlmittel. Bin ich dein Boss kille? Bin ich dein neuer Boss? Waren wir hier schon? Weiß gar nicht. Schaut uns schon so aus. Nee, doch nicht. Hier, Munitionskoffer, Waffenkoffer erstmal öffnen. Wieder schön viel gelootet. Schön gut Credits gemacht hier. Und noch sind wir, glaube ich, nicht zu schwer. Oh, guck mal, hier können wir noch ein bisschen Aluminium hier farmen, glaube ich. Bisschen Aluminium.
man das hier gar nicht sieht, gell, ohne. Aber dafür gibt es ja einen Scanner. Da ist ja nicht umsonst Scanner. Waren es nicht drei? Damit kann man die ganze Gegend scannen. Wisst ihr? Was ist denn hier? Sieht aus wie so ein Geheimgang hier irgendwie, aber hier ist, glaube ich, nur zum Farmen. Da sind hier noch irgendwelche Aliens versteckt. Sieht aus, als ob ich hier mit der Sniper zoomen würde. Irgendwie. Total weird hier in der kleinen Höhle. So ganz, ganz komisch der Zoom. Ganz komisch der Zoom. Hier in der Ecke noch einige Sachen, hätte ich nie gesehen. Wenn ich in die Höhle reingegangen bin. Was? War das irgendein Viech oder bin ich auf was drauf geklettert? Ist so komisch angehört, ob ich irgendwie auf was. Auf Kies oder so getreten bin. Dass es in solchen Höhlen Kies gibt, ist total unlogisch. Verstehe ich gar nicht jetzt. Looten würde ich noch ein bisschen. Mal Licht aus hier. Noch ein bisschen looten. Es sind voll irgendwelche Geräusche, die mich da irgendwie erschrecken. Irgendwie. Ich höre sehr schreckhaft. Seid ihr auch schreckhaft? Schreibt in den Chat. Oder auch in die Kommentare, falls es hier jemand hört. Ihr könnt es mal probieren. Schreiben schadet nicht. Jetzt in den Chat. Zeigt mir, dass ich nicht alleine bin. Dass ich mit euch gemeinsam Abenteuer erlebe. Ihr habt jetzt die Chance. Wir sind auf drei Plattformen live. Irgendwo musst du reiner zuschauen. Hi, ich bin Gex. Ich habe mit euch Spaß. In der Höhle hier. Wer seid ihr? Hier so Zwischenhöhle oder was? Ach so, das hatte ich schon mal letztens. Ja, da so eine Zwischenhöhle gewesen. Wo ist denn dieser eine Typ am Balkon da gestorben? War das hier? Scheint so, oder? Ja, okay, hier war das. Sehen wir nachher, wenn wir es sortieren. Jetzt kann ich das nicht genau sagen. Oh, okay, Rucksackständer. Es scheint irgendein goldener Rucksack dabei gewesen. Oh, ein Safe, geil. Können wir... Oh nein. Experte. Oh mein Gott, okay. Mal schauen, ob ich gut genug bin. Finger kreuzen, Daumen drücken, ob ich das schaffe. Mal gucken. Tun wir den Bonus nutzen? Tun wir B, die da? B, die da. Okay, haben wir schon mal weniger. Achso, sind plus drei? Okay, Meister ist dann das Schwerste. Ja, okay. Okay. Gibt es ein kleineres sowas hier? Nee. Zweier. Also wir können das hier nutzen, aber müssen nicht. Können auch dann das nehmen. So. So. Okay. Das letzte. 2-2 geht nicht, oder? Haben wir ein Einser? Ja, hier. Okay. 819 Credits und noch ein Dittrich. Alles klar, verstehe. Wunderbar. Wunderbar.
sind wir hier schon eigentlich am... Wo sind wir denn eigentlich hier? Sicherheit hier. Ui, ich muss noch 17 Schlösser knacken, dann kann ich wieder skillen. Wir müssen eh mal schauen, wo wir jetzt hinskillen. Denn wir brauchen schon jetzt gut Punkte. Aber dass hier so gute Sachen zu holen sind, hätte ich nicht gedacht. Okay, hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Trank einzunehmen. 1% mehr XP war auf jeden Fall Goldworth. Wisst ihr? Woolworth, Goldworth. Also Goldwert. Wisst ihr? Okay, dann lassen wir uns aus der Höhle raus. Wir haben, glaube ich, alles gelotet. Hier waren wir am Anfang. Und dann, ja, dann haben wir das hier geschafft mit der Mission. Wir können aus der Höhle nicht rausporten. Aber ich glaube, wir haben alles auf dem Weg hier gelootet und getötet. Sogar den Parasite. Okay, dann das nicht. Oh, Dichtmittel, genau. Dichtmittel für die aus dem Krankenhaus. Das haben wir schon oft gelootet. Das ist, glaube ich, diese blaue, komische Verpackung. Schaut so ein bisschen aus wie so Silikon-Munition oder Silikon-Dings da, was man so kennt aus Real Life. Silikon-Pistolen-Munition. So, aber nur in Blau. Okay. Dann schauen wir mal, wenn wir aus der Höhle raus sind, ob draußen jemand auf uns wartet. Ist ja schon mal passiert bei wichtigen Quests. Ja, wir haben unsere Main-Fähigkeit gar nicht genutzt, ne? Ich bin erschrocken wegen dem her. Achtung, die Erfüllung meiner Aufgaben hat höhere Priorität. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe mehr als genug Schraubenschlüssel in Höhlen verbracht. Ja, deswegen aber gehen wir jetzt raus. Wenn es in dieser etwas Nützliches zu finden gibt, sollten wir uns umsehen. Gab's auf jeden Fall. Mal schauen, was uns jetzt erwartet. Du hast früher im Mining gearbeitet, nicht wahr? Ja. In einer ähnlichen Anlage? Sie, da habe ich das erste Artefakt gefunden und bin dann weggebeamt worden von den Aliens. Und dann war ich wieder zurück und so fing die ganze Geschichte an. Aber das kennst du ja bereits. Und wir alle. Schreibt jetzt in den Chat, wenn ihr da seid, und mir den Daumen drückt, dass ich noch mehr Artefakte finde. Ist jemand hier? Mit wem kann ich reden? Mit wem kann ich schreiben? Jetzt nutzt die Chance. Was ist denn hier für ein Ding? Was ist denn das hier? Komische Anlage hier. Kopfbedeckung. Oha. Where are we gelandet hier? Wo sind wir hier gelandet hier? Okay. Das Ding ist, wir haben Schmuggelware da. Wir haben Schmuggelware wieder. Wegen vom Clown. Antibiotika. 75. Wir könnten eh nach Wulf verkaufen, gell? So oder so, Schmuggelware hin oder her. Wir könnten zum Wulf verkaufen. Wir dürfen nur nicht in die UC-Gebiet oder so kommen. Wieder auf unserem Schiff zu sein. Ja. Da müssen wir wieder dahin fliegen. I? Nee, M. Können auch so hingehen, okay. Man müsste sich Shortcuts machen können für die einzelnen Destinationen. Solda. Und Energie. Tut
tun wir mal ein bisschen die Waffen vergleichen und verkaufen. Und dann geht's weiter. Und dann geht es weiter. Hey Papa, liest du mir eine Gute-Nacht-Geschichte? Nun klar. Eine Gute-Nacht-Geschichte. Über Aliens. Ich arbeite und, an der Geschichte. Und Critters und Gremlins. Mitglieder der Kraft der Welt. Machst du auch. Dass sie manche durcheinander reden, ist wild. Schon vorhin gemerkt. Mit so einer ganzen Besatzung da. Hi. Wie ist denn das? Hat er dann jetzt wieder Kohle? Nie, oder? Eigentlich tratsche ich ja nee, nicht. Nee, habe ich alles geklaut. Aber wenn du verifizierbare Informationen. Gut. Hast, bin ich ganz ohr. Schön, dich zu sehen. Kann man schön dir irgendwie helfen? Dich zu es gibt sehen auf der ganzen Station kein besseres Angebot. Schauen wir mal. Verkaufen. Waffen. Den wollten wir testen. Drumbeat? Nee, brauchen wir nicht. Grendel brauchen wir auch nicht. Kampfmesser? Nee. Wir sind abgehoben und nehmen nur noch Sachen, die so wie legendär sind oder sowas. Lichtbogenschweißer haben wir schon. Maelstrom haben wir genug. Schotti. Feuerrad 60. Das schaut interessant aus, aber jetzt glaube ich auch nichts, wo ich jetzt sage, ey, wow. Speechless Fire. Der Name ist Ultra. Speechless Fire, kalibriertes Jagdgewehr. Feuerrate 48, Präzision 87. Dann tue ich Speechless Fire behalten und tue das unser normales Gewehr weg, ne? Würde ich sagen. Das ist eh 1000 wert, krass. Maelstrom, Solis, Messer, nee. 30% Schaden bei Aliens. Ach, ist wurscht. Modifizierte Beowulf. Wir haben ja jetzt eh sowas. Das ist ja auch ein Beowulf, glaube ich, da. Erschütternd des Killers. Kalibriert Beowulf 4 von 8. Kurzer Lauf, Zielfernrohr, Schalldämpfer, ergonomischer Griff. Sehr gut. Bei dem ist die Feuerrate schneller, aber... Und die Distanz höher. Aber der ist nicht so stark, oder? Masse... Ja, wir haben jetzt einen guten. 59 hat der mit einem Schuss, weil er halt nicht Schnellschuss hat. Brauchen wir auch nicht. Beowulf auch egal. Achso, nee, wir müssen mal uns kurz hinlegen, damit der Händler wieder ein bisschen Geld bekommt. Zerlegend. Oh, das ist eine Rettungsachse, eine andere Mal. Boah. Was ist denn das jetzt? Noch so ein Beowulf, ein krassen. Alter. Okay, panzerbrechende Munition sogar. Lass es mal kurz hier hinlegen. Ich dachte echt, dass hier ein bisschen... Nee, sorry. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich will mich einfach hinlegen. Also hinsetzen und warten. Denn nach 48 Stunden hat er wieder Geld und ich kann wieder Sachen bei ihm verkaufen. Was ich gesehen habe in so Shorts oder so, dass auf verschiedenen Planeten die Zeit anders geht. Wenn du irgendwie auf der Venus bist, vergeht die Zeit so viel schneller als hier oder auf der Erde. Oder ich weiß auch nicht, wo das war. Auf jeden Fall ist eine Stunde irgendwie 10 Stunden oder so. Das ist ganz krass. Imagine, ein bisschen echt da. Da vergeht eine Stunde und dann in der Erde vergehen 10 Stunden? Kann man gar nicht vorstellen. Stell dir vor, du telefonierst mit da jemand auf der Erde. Die Zeit läuft schneller als für ihn als für dich oder für sie, wie auch immer. Sie. Heftig. Da müsste man halt nicht so lange warten, um die Sachen zu resetten, aber ja, komm, die paar Minuten können wir ja. Also, das ist nicht so tragisch hier. Kann man sich gar nicht vorstellen im Kopf, dass die Zeit da schneller vergeht. Das ist ja ganz kratzi. So, jetzt können Sie locker in den Chat schreiben. Ich muss hier kurz warten, wir können uns unterhalten. Chat redet mit Streamer, Streamer redet mit Chat und so weiter. So ein bisschen Kommunikation schadet nicht in einem Stream. Also würde ich halt feiern. Also schreibt, ich freue mich, das ist doch toll. Ein Stream mit aktivem Chat ist doch immer ein toller Stream.
Jetzt seid ihr dran. So. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen, wenn du mal... Ich kann gar nichts, weil du mit mir nicht mehr sprechen möchtest. Was kann die Handelsau... Selbstverständlich. So, wieder 11.000. Lass uns verkaufen. Wir waren bei Waffen. Und wir haben das erste Mal geschafft, die Waffen zu sortieren, ohne, weil ich es mir jetzt ein bisschen auskenne, ohne dass wir nach Munition sortieren. Am Anfang ganz wichtig, immer nach Munition sortiert, damit die gleichen Waffen kommen, aber ist mir das fast wurscht. Beowulf. Irgendwie ist sie so.